Azadi. İsyan. Azadi. Herkese merhaba. İyi ki buradasınız. İyi ki buradayız. Yaşasın Enternasyonale Kadın Hakları Günümüz. Soda wala sentin tawdan tin or kawenka o Somalia di Somalia dan ikuli e faun ta koy te common welcomein ale an maanta waxa ta maalintii xurnimada naaga ay qaateen oo ku maasintiina soo dhawaateen wel wala fiicanna ma sha Allah اهلا وسهلا بكم اليوم العالمي للمرأة واهلا وسهلا بكل الناس انا من العراق وارحب بكل الناس dauert bis das Frauenwahlrecht erkämpft werden konnte wie sehr wurden damals die Frauenrechtlerinnen diffamiert organisiert von der größten Selbsthilfeorganisation von Prostituierten für Prostituierte in Indien ACME UP und Coalition Against Prostitution CAP International mit 16 Frontline-NGOs zu Menschen zweiter Klasse haben uns mit minderjährigen Kindern vergleicht, bis in der Gegenwart von vielen unserer Frauenrechte ferngehalten, nämlich das Patriarchat. Patriarchal society. No to corrupted justice, no to male domination and no to racism. Die Frauen liegt in Solidarität, Empathie, steht damit für gemeinsamen Kampf gegen den Mann-Gott-Kultur. Und ich möchte heute mit euch ein Wort üben, das in der Türkei gerade fast verboten geworden ist. Das heißt Nein. Nein heißt in türkischer Sprache Hayır. Ich möchte heute mit euch hier schreien, laut werden und sagen, Hayır, Hayır auf dem zum Referendum in die Türkei, Hayır zur Angstgesellschaft und falschen Selbsteinschränkungen, Hayır, du hast kein Recht, meinen Körper zu bewerten. Sexismus und das Kapital, wir kämpfen Frauen international. Sexismus, Rassismus und das Kapital, wir kämpfen Frauen international. Sexismus, Rassismus.
Abgeordneten Janusz Korwin-Mikke gehört. Er sagte wortwörtlich: Es ist selbstverständlich, dass Frauen weniger verdienen, denn sie sind kleiner, schwächer und dümmer als Männer. In Europa empört man sich mit Recht darüber. Ihr denkt jetzt, wie ist das möglich, dass jemand wie er öffentlich solche frauenverachtenden Sätze von sich geben kann und mit keinen Konsequenzen rechnen muss? Ich sage, ja, für einen Polen ist das zurzeit legitim, da in dem Land, aus dem ich komme, seit anderthalb Jahren die Partei PiS, Recht und Gerechtigkeit, heißt das übersetzt, allein regiert. PiS ist eine konservative und xenophobe Partei, die unter dem Motto Wandel zum Guten die schlimmsten Änderungen einführt. Straße gekleidet in meinem Blut.